So, Ladies and Gentlemen, heute geht der Pokémon-Spaß weiter. Für die Fusion, wie man es nennen möchte. Ich kann euch erstmal den aktuellen Stand zeigen. Und zwar haben wir aktuell 5 Pokémon und ein Pokémon-Ei. Yanma und Glutexo, die Fusion. Dann Carpador mit Crofemsa fusioniert. Da haben wir jetzt ein Gras-Wasser-Pokémon. Abra und Kleinstein. Stein und Psycho-Pokémon. Togepi und Huthut haben wir. Flug und Fee. Nidoking mit Gift und Boden. Ja. Und halt natürlich unser Pokémon-Ei. Ich weiß tatsächlich nicht, was da drin ist. Aber es soll ja bald schlüpfen. Aber Geora, also unser Kleinbra, ist jetzt wenigstens auf Stufe 16. Und Stufe 16 heißt, der Kadabra-Teil will natürlich sich einmal weiterentwickeln. Das sehen wir auch einmal. Das wird nicht besser. Aber hey, darum geht's ja nicht. Jetzt haben wir einen Kleinbra. Ne, Abra. Der war Kleinra und deshalb Kleinbra. Aha, ich hab den richtigen Namen schon benutzt. So gut bin ich. Man könnte auch erstmal Yanma rauspacken. Aber wir nehmen erstmal Hot Pea und nehmen dann dafür unser anderes Pflanzen-Pokémon mit. Oh, Dotto! Müssen wir mal schauen. Wir können einfach mal einen Run machen. Und schauen, ob wir schon den zweiten Orden kriegen. Ich habe es mal gespeichert. Gucken wir einfach mal, was da überhaupt auf uns zukommen würde. Wenn wir es nicht schaffen, mach's ja nichts. Probieren wir es aber nochmal. Okay, wir müssen E2 auswählen. Ich muss einfach, ja, mit Knuppado kommt man nicht weit. Müssen wir es so probieren. Oh, Wasserfee. So, erstmal Absorber. So, einmal noch im besten Fall. Kein Trank dagegen, super. Weiter geht's. So, 2:1 Führung für uns. Und Dotto ist nochmal stärker geworden. Perfekt. Probieren wir es mal weiter. Mit Wasserpflanze. Ah, auch hier ein Mirapla reingedasht. Und durch Pflanze. Das ist ja nochmal ganz praktisch, deswegen können wir nochmal Flugangriff nutzen. Eigentlich perfekt. Haben wir eigentlich perfekten Typen uns rausgesucht mit Tauboga und Mirapla zusammen. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Und damit haben wir jetzt auch Wasserpumpe. Das ist ganz nice. Dadurch haben wir auch eine vernünftige Wasserattacke jetzt noch dazu als Bonus. Nehmen wir mal Hot Pea mit und gucken mal, was wir dafür kriegen. Ja, speichern wir das einmal und hier ist unser Hot Pea. Okay, wir kriegen jetzt Romeo. Und Romeo ist... Ja. Naja. Also mal tauschen. Und Error bekommen. Das ist auch cool. Ein Error bekommen bringt viel. Und halt noch mehr. Habt ihr Pokerradar übrigens jetzt auch verstanden? Wenn jetzt Gras länger wackelt, das andere Gräser ist was Krasses. In dem Fall jetzt zum Beispiel ja nicht. So, jetzt wollen die Ärger. So, jetzt gehen die kleinen Mädels kämpfen. Gehen echt. Macht man ja auch immer. Okay. Day und Danny. Okay. Pekaton. Und. Okay, beides Elektrowasser. Das ist jetzt ein schwieriges Thema. Wir schauen einfach mal. Flug ist nicht gut. Dann probieren wir mal Gift. Das war aber gut. Okay, es ist neutral gegenüber gewesen. Siehst du, das ist doch gut gewesen. Habe ich übrigens tatsächlich heute gegen meine eigentliche Entscheidung gewehrt. Habe tatsächlich Assassin's Creed noch geholt. Allerdings wollte ich das dann in der Box haben. Deswegen kommt das erst nach ein paar Tagen. Eigentlich wollte ich warten, bis das ein bisschen billiger ist, aber ich dachte mir, komm. Kannst du auch jetzt machen. Und F5. Nix vom Gras her war jetzt großartig. Länger. Hier gibt es Pikachus drin. Ne? Das ist dann wieder interessant. Und Pikachu, dann würde ich nehmen. Ich kann die aber
Kann man wilde Fusions-Pokémon defusionieren? Das ist jetzt. Warum bin ich jetzt vergiftet? Das verlassen. Probieren wir es. Probieren wir es mal. Wir werfen Premierball. Und hoffen einfach. Hoffen, dass es keinen Error gibt. Ja, GG. Dein Ei schlüpft. Du Miesen! Das ist nur Wohlkörper weggekommen. Oh, wir machen Dummiesen. Wir haben einen Dummiesen, Leute. Endlich. Warum ist Sven nicht da? Der beste Pokémon auf der Welt haben wir gerade bekommen. Und Sven ist nicht da. Immer wieder gleich gescheitert. Oh, Gott sei Dank. Ehre. Ah, nee, ich hab ja Reverse. Ich wollte es defusionieren. Oh, Idiot. Idiot, Idiot, Idiot. Ah. Dankeschön. Weg mit dem Snubbull, ey. Was will man mit einem Snubbull? Snub. Dumm Easy Gate. Da ist es. Aus dem Ei. Kommt ein Dumm Easy. Oh. Das wäre was für Sven gewesen jetzt. Nochmal 6 Schritte. Alles klar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alles klar. Hier gibt's kein seltenes oder was, das ich mir jetzt erzähle. Oh, Pikapi! Easy. Und jetzt nicht abstürzen. Wir haben es noch nicht geschafft. Wir sind noch nicht über den Berg. Alles klar. Wir haben es geschafft. Komm, das ist ein seltenes. Und es ist... Da war Teil 1, Teil 2 kommt noch. Und in die Box mit dir. Nice. Da wird das seltene Pokémon von dem hier. Von der Zone auch. Und die reinschummeln. Aha. Also. Ich dachte kurz, ich jetzt. Ja, jetzt kann ich mich beim Essen stören. Ach, das ist der mit dem Fossil. Der mit dem Fossil. Da ist er wieder. Mit dem, ja. Hm? Ja, nice. Weg mit Absorber. Jetzt kriegen wir immer ein verbessertes. Ehre. LOL! Und es hat sich weiterentwickelt. Glückwunsch! Es ist noch hässlicher. Root oder Claw-Fossil? Das googeln wir jetzt einfach. Der Clown-Fossil nehmen wir. Okay. Vielen Dank. Das ist lieb. Solche Änderungen finde ich ja cool, dass ihr halt so viel diese Übergänge, diese... Okay, wir haben noch Sachen von den anderen Generationen eingebaut. Wie die das so verpackt haben, finde ich mega. Oder er. Oder sie. Ich weiß nicht, wie viele daran gearbeitet haben, aber ich finde das echt cool. Das ist der Schlüssel, alles klar. Jetzt brechen wir ein, Leute. Und es ist der Schneider und vorher kämpfen wir nochmal, glaube ich, gegen unseren Rivalen, wenn ich es richtig vor Augen habe. Ja, der Laser, der Janzel. Haha, das habe ich auch. Allerdings habe ich eine Stufe weiter gedacht. Die Jungs sind weg. Aber, weg damit. Ist wirklich gut gegen die? Oder was andersrum? Nein, war richtig, war schon richtig. Aber sein Radikal ist ein Fusionieren mit einem Mankey, ne? Ich meine, so schlimm sieht es nicht aus. Pikachu ist halt so erst 13, dafür seine 13 ist halt schon sehr groß und erwachsen. Und Donnerschock ist halt auch schon stark. Eine kleine Giftnadel reicht ja. 17! Dummiesel ist es. Ach, der. Ja, okay, scheiße. Aber Pflanze, ne? Aber auch Pflanze. Alles drin. Ja! Haha! Lutscher. Also, okay. Er hat einfach diesen Kranz drin. Okay. Dann mal wieder so.
Und wir können noch einmal den Müll durchsuchen. Globus für Sven. Zerschneider. Ehre. Wir haben die 200 geknackt. Noch 174.800. Ja, ich glaube, es sind 175.200 noch. Meine ich. Komm ich hier. Muschus ist auch cool, wegen Eis. Da brauchen wir nachher einen Wasserstein? Eisstein? Weiß ich gar nicht, aber... hast du auch überlebt, okay. Können wir dann Donner-Eis machen. Das ist eigentlich, ne? Für Pikachu? Donner-Eis? Entwickelt er sich mit einem Wasserstein weiter oder war das ein Eisstein? Ja. Machen wir einfach. Why not? Wofür kriegt man sonst einen Wasserstein? Wassereis! Nice! Hoffen wir aber nur, dass das nicht komplett scheiße aussieht. Nee, ich meine, Sven ist nicht da, deswegen, wir können einfach komplett eskalieren. Und reversen können wir ja auch nochmal. Das sieht erstmal danach aus wie das, was wir haben wollen. Es sieht aus wie so ein Gengar. Wie ein Gengar Pikachu. Ah, Wasser Elektro. Man an sich auch cool. Und so ein Pikachu will jeder. Das will man einfach haben als Haustier und dann seinen Nachbarn drauf lossetzen. Fast 2,5 Stunden wieder Pokémon gespielt heute. Ist doch ganz okay, würde ich sagen. Deswegen, sage ich einfach mal vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Donnerstag wieder. 2,5 Stunden Pokémon kann man machen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain.